Der Oberharz ist ein Motorradparadies. Doch unbeschwertes heißt allzu oft ungebremstes Fahren. Deshalb ahndet die Polizei Clausthal-Zellerfeld regelmäßig Tempoverstöße. Heute stehen Leonie Lindert, Sascha Bergmann und ihre Kollegen an der Bundesstraße 498. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit hier 60 Kilometer pro Stunde. Kennzeichen wirklich so? 111 km/h. Er hier? Der nee, der kommt. 111? Der Motorradfahrer dreht um und gibt Gas in die Gegenrichtung. Leonie, wollen wir fahren? Ja, können wir fahren? Der 21 ist dran. Eine KTM-Maschine hat an der Kontrollstelle gedreht und flüchtet. Die Kollegen an der Messstelle haben gerade eben das Grad gemessen mit 111 km/h bei erlaubten 60 km/h. In dem Fall waren das zwei Räder, die zusammengehörten. Die haben ja extrem stark beschleunigt auf dieser Strecke, haben sich gegenseitig überholt. Des Weiteren ist er auch noch vor uns abgehauen sozusagen. Als wir Anhaltesignale gegeben haben, deutliche Anhaltesignale, hat er uns gesehen, wahrgenommen, hat gedreht und ist dann wieder mit Vollgas weggefahren. Nach wenigen Kilometern stoppen Polizeikollegen den flüchtigen Motorradfahrer. Sascha Bergmann und Leonie Lindert übernehmen. Folgendermaßen. 242. Nehmen den ganzen Autofikat, den ich schon erklärt habe gerade eben. Das heißt einmal das missachten Zeichen und Weisung von Polizeibeamten, ja, dass sie abgehauen sind vor uns. Der Kennzeichenwinkel kann ich schon mal sagen, das stimmt nicht. Ja. Zudem haben wir sie noch gemessen mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h. Wollt ihr schon dafür gekriegt? Nee, ja. Wir hat gar keine Daten mit. Mündliche Angaben. Was geht? Was geht? Die Kollegen messen sie von hinten im Vorbeifahren aufs Kennzeichen. So, 111 km/h, ich habe selber gemessen. Ich habe Ihr Fahrzeug selber gemessen. Kennzeichen angegeben, die Kennzeichenwinkel auch mitgeteilt. Genau. Ja. Okay, Sie müssen als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit keine Angaben machen. Wie gesagt, Sie brauchen hier gar nichts sagen von der Polizei, Sie müssen sich nicht selbst belasten. Wir werfen Ihnen das trotzdem vor. So, jetzt machen wir neben den ganzen anderen Geschwindigkeitsverstoß noch eine Überprüfung des Grades selbst anhand Technik. Ja? Was ich Ihnen schon mal sagen kann, der Winkel passt so nicht. 30 Grad dürfen Sie haben, damit wir Sie gut messen können und das jetzt Kennzeichen auch gut ablesen können. Ja? Jetzt hat es noch geklappt in dem Fall, aber wenn das noch steiler wird, wird es immer schwierig für uns. Und deswegen gibt es da eine gewisse Vorgabe, die 30-Grad-Regelung. Ja? Das messen wir mal nach gleich. Was haben Sie alles an dem Grad nachgerüstet und umgebaut? Das ist ja mal die Schwierigkeit, Sie haben keinen Fahrzeugschein mit, gar nichts. Ich kann überhaupt nichts. Ja, Blinker, ja. Ja. Also, das ist die Vorhalt. Ja, der Kettenschutz ist auch verändert, ne? Unabhängig von mich jetzt hier, Kettenschutz ist wahrscheinlich der nachträglich. Der Kettenschutz ist verändert hier vorne, da gehört ein Kettenschutz ran. Das ist nicht statthaft. Gut. Autobahnlage, haben Sie irgendwas ausgebaut hier? Nee, das Terminal. Ja, doch, wir sind auch. Also wir haben auch. Fahren wir der mal zum TÜV. Ja. Dass der TÜV mal rüber guckt. Genau. Das gefällt mir nicht, vielleicht lassen wir es sogar stehen gleich. Die Fahrweise gefällt mir auch nicht. Die haben ja wilde Sau gespielt. Alles gut, wir machen das. Haut ab vor uns. Sascha Bergmann und sein Kollege verständigen einen Gutachter, der das Motorrad nun prüfen soll. Es kommt noch mehr auf den Fahrer zu. Wir werfen Ihnen nicht nur die Ordnungswidrigkeiten vor, sondern auch eine Straftat, und zwar das illegale Straßenrennen. Sie sind zu zweit gefahren mit Ihrem anderen Mitfahrer, sag ich mal, haben ja entsprechende Geschwindigkeiten an den Tag gelegt, haben überholt, sind vor uns noch weggefahren. Lassen Sie diese ausreden. Und das Ganze steht für uns? Erstmal ein illegales Straßenrennen da. Das Ganze ist nach dem StGB hier in Deutschland verboten. Neuerdings, ja, das heißt neuerdings schon seit 2 oder 3 Jahren. Das Ganze hat zur Folge, dass Sie diese Fahrt hier nicht fortsetzen werden. Ihren Führerschein, den Sie jetzt nicht mit haben, beschlagnahme ich trotzdem hier mit. Und die Fahrt ist für Sie vorbei. Das Grad lassen wir noch mal durch den TÜV begutachten gleich und die ganzen Mängel aufzeigen, die da dran sind, die ich jetzt auch schon sehe. Was ich noch mal fragen muss, ist bezüglich Ihrer Fahrtauglichkeit. Sind Sie fahrtauglich? Alkohol getrunken heute Morgen? Nee. Drogen genommen? Nee. Wann letztmalig? Drogen gar nicht und Alkohol letzte Woche. Okay. Wir würden Ihnen trotzdem noch mal so ein, wir müssen das ausschließen, dass Sie unter Drogen sind, ja, nach so einer Straftat. Dann machen wir ja einen Drogen-Urin-Test. Ne? Sie haben so ein paar Auffälligkeiten, die mir auffallen, ja. Deswegen müssen wir das ausschließen, ganz einfach. Das machen wir hier vor Ort. Natürlich auch ohne den ganzen, was hier gerade rumsteht, ja. Das machen wir beide in der Ecke, in der kleinen. Dann müssen Sie ein bisschen Urin lassen in den Becher rein. Wir werten das zusammen aus, wir beide. Und dann sehe ich ja, ob Sie beeinflusst sind oder nicht.
Haben Sie einen Führerschein? Ich frage nochmal. Was für einen Führerschein haben Sie? Alle Brüder A1, A2, A8 und Auto. Okay. Das heißt, Sie haben auch einen EU-Kartenführerschein, nehme ich an, in Deutschland gemacht? Gut. Das werden wir mal überprüfen gleich nochmal und dann sehen wir weiter, ja? Wir machen mal ganz kurz einen Drogen-Urin-Test. Sie begleiten mich mal ganz kurz. Für die Polizisten ist das Verhalten des Motorradfahrers auffällig. Deshalb prüfen sie, ob er unter Drogeneinfluss steht. Während der Urinkontrolle bekommt Sascha Bergmann eine weitere Information. Leonie, er hat den Führerschein gerade wiedergekommen, als ersten. Ja, okay. Weil er weg war schon mal. Okay. Müssen wir jetzt gleich mal prüfen, bitte, ob der im Besitz einer Fahrerlaubnis ist? Ja. Ob er den Führerschein überhaupt hat, ja. Genau. Ja, alles klar. Frag ich mal kurz ab. Der Urintest liefert nach wenigen Minuten ein klares Ergebnis. Einmal kurz gucken hier bitte. Also Ihr Drogentest ist komplett negativ, aber gar nicht. Aber darf ich fragen, warum Sie abgehauen sind? Was haben Sie denn gedacht? Ich meine, aber Straße drehen in der Kurve, weil die Polizei da steht und wieder Gas geben, ist ja nun mal... Was war das sonst? Bock zu drehen. Okay. Das ist nicht die Antwort. Nein, die müssen auch rein. Ich kann das dann später mal dem Richter erklären, dass sie Bock hatten zu drehen einfach. Kommt nicht so häufig vor, meiner Erfahrung nach, aber gut. Ich darf ja, ist ja eine öffentliche Straße, keine durchgestrichene Linie. Ich darf ja theoretisch drehen. Grundsätzlich ja, nur wenn Sie natürlich schon die Polizei sehen, die Ihnen ein Haltesignal gibt mit der Anhalte. Okay. Ja, okay. Okay, ganz kurz, mein Kollege warten kurz. Kannst du mal mitkommen bitte zu uns? Wir haben hier den Herrn von TÜV, ja, da kann man mal gucken über die Maschine. Was mir schon aufgefallen ist, klar, Kennzeichenwinkel und sowas. Martin meinte noch, der Kettenschutz unten wäre nicht in Ordnung. Ne? Der Auspuff hinten ist innen manipuliert, meine ich. Wenn du reinguckst, siehst du, das Draht ist so abgebrochen irgendwie, oder abgedreht oder was. Ja. Der Sachverständige des TÜV bemängelt vor allem die Aufhängung des Nummernschilds. Mhm. Hören Sie ruhig zu, Herr. Ja, hallo. Im Grunde müsste man hier ein bisschen was einschneiden. Und unterbiegen. Und mit einem starken Blech verstärken. Das darf man. Ja, sicher. Diese 30 Grad, die vorgeschrieben sind. Die sind wieder hin. Ne? Also das. Sascha Bergmann erfährt jetzt, dass seine Kollegen auch den anderen Raser stoppen konnten. Hallo? Ja. Die sind zu zweit so schnell gefahren, haben überholt sich gegenseitig und haben andere überholt. Beide wird ein Rennen eingeleitet, die Karren bleiben stehen, die Lappen beschlagnahmt. Genau, ohne ihn logischerweise. Ne? Macht ihr mal ruhig. Wir machen unseren hier, ihr macht euren. Genau, die sind erzeugen. Ne? Und die haben halt wieder sich selber überholt, dann haben sie noch andere überholt, sind gefahren wie die Haubitzen hier und halt, die wollten das Ganze machen, um möglichst schnell voranzukommen. Ne? Und dann haben sie uns gesehen und sind abgehauen. Das heißt, waren sie ihrer Schuld offensichtlich auch bewusst. Abgesehen von dieser Geschichte haben wir ja noch massive Typveränderungen oder Umbauten am Fahrzeug festgestellt, die nicht STVO-konform sind. Wir müssen jetzt mal ein bisschen abklären, was wir noch weiter fahren lassen hier, was wir mit dem Grat machen, was hier noch steht. Fakt ist, fahren darf er so nicht mehr. Leonie Lindert hat die Gültigkeit des Führerscheins überprüft. Also alles soweit gut? Ja. Für, okay. Ja. Haben Sie nochmal eine telefonische Erreichbarkeit für uns? Eine Festnetznummer? Nee, haben wir nicht. Aber ich könnte mein Handy holen. Wo ist denn das? Meine Freundin da oben. Wo ist denn die Freundin? Mit der ich auch gefahren bin. Die steht da oben vorne. Gut, was machen wir mit Ihrem Motorrad? Also Sie werden die nächste Zeit keine Kraftfahrzeuge mehr führen dürfen. Ja. Ihre Fahrerlaubnis, also Ihr Führerschein ist hiermit beschlagnahmt im Rahmen dieses Strafverfahrens, ja, zur Vorbereitung der Einziehung. Da Sie ihn nicht mithaben, kann ich ihn quasi als solches nicht beschlagnahmen. Ja? Aber trotzdem dürfen Sie bis zu einer anderen lautenden rechtlichen Entscheidung erstmal keine Kraftfahrzeuge mehr führen. Deswegen müssen wir uns überlegen, was wir mit dem Motorrad machen jetzt. Mein Vorschlag wäre, dass Sie das Motorrad nehmen, auf den Parkplatz schieben und da stehen lassen. Oder abholen lassen halt durch irgendjemanden. Die anderen Mängel, sag ich mal, die dran sind, die könnte ich jetzt vertreten, indem ich sage, das Platz darf durch einen anderen Fahrzeugführer nach Hause gefahren werden, aber nicht weiter. Kann man nicht eine Ausnahme machen, ich kann noch eine Stunde fahren, leider. Nee. Im Rahmen des Strafverfahrens sind bei uns keine Ausnahmen möglich, ne? Okay. Ja.
Hier, mein Vorschlag wäre. Ich kann es stehen lassen und bei ihr mitfahren. Ja, das könnt ihr machen. Ja, das könnt ihr machen. Aber wir, Sie selber fahren bis zu einer anderen lautenden Entscheidung nicht mehr, ja? Ich krieg den Post von der Polizei. Ja, Sie werden nochmal vorgeladen, die können sich nochmal dazu äußern, ja? Es wird irgendwann zu einem Gerichtsverfahren kommen. Dann machen wir gleich mal alles auf dem Parkplatz oben. Ja, wir fahren jetzt. Ja, schieben Sie erstmal sonst Ihre Maschine da oben hin, darüber. Wir folgen Ihnen auf den Parkplatz. Und dann machen wir alles weiter da oben, ja? Gut. Haben Sie irgendein Dokument auf dem Handy? Irgendwas von Ihnen, wo ich weiß, dass Sie das wirklich sind? Ich muss da irgendein Lichtbild haben. Folgendes, Sie schieben das Fahrzeug da oben hin. Wo sind Ihre Freundin? Da oben. Die auf dem Motorrad hier hinten, ja? Nein. Da links, bitte. Die stehen da oben alle. Ja. Okay. Gut, damit wir das Motorrad einmal da hochschieben. Wir begleiten Sie und sichern Sie ab, ja? Kurze Zeit später macht der Mann widersprüchliche Aussagen. Das ist Ihre Freundin. Ihre Freundin weiß nicht, wie sie heißt. Dann müssen wir Sie mitnehmen erstmal und nehmen Sie in Gewahrsam zur Feststellung der Identität. Und dann werden Sie mit zu uns zur Dienststelle kommen. Haben Sie die Möglichkeit, irgendeinen Ausweis sich abfotografieren zu lassen und schicken zu lassen von Ihnen? Ich kann auch meinen Ausweis geben. Was können Sie? Meinen Ausweis geben. Ich denke, Sie haben keinen mit?